Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu eurem Wetter.net. Klasse, dass ihr heute Morgen wieder alle dabei seid. Ein Wechselbad der Gefühle dürfen wir wettertechnisch aktuell erleben. Das ist die aktuelle Schneedecke in den Alpen. Und das sind die Temperaturen für ganz Deutschland. Und wir sehen auch entlang der Alpen die Temperaturen vom Dienstag. Wir haben es hier mit einem Vorstoß von milder Luft zu tun. Und die können wir auch hier anhand des Wolkenfilms sehr gut erkennen. Hier vom Mittelmeerraum kommt extrem milde und auch feuchte Luft zu uns. Und dann schauen wir uns aber nochmal die große Wetterlagenkarte an, die Konstellation unserer Wetterlage. Das ist das Tiefdruckgebiet mit seinen Fronten, das im Laufe des Tages wirklich abziehen wird. Und dann haben wir es hier mit einem Hochdruckgebiet zu tun. Das ist ein kleines Zwischenhoch. Ja, und das ist dann wetterverantwortlich für morgen bei uns hier in Deutschland. Schauen wir uns jetzt die Karte für den heutigen Samstag an. Ja, da ist ein bisschen Regen im Nordwesten ein Thema. In den anderen Landesteilen gibt es so eine wechselnde Bewölkung. Vor allen Dingen im Osten, da werden die sonnigen Abschnitte überwiegen. Im Süden, da gibt es auch ein paar Schauer. Die Tageshöchstwerte liegen dann heute zwischen 9 und 14 Grad. In der kommenden Nacht bleibt es dann überwiegend trocken. Doch die Luft ist sehr feucht und wir können vor allen Dingen entlang von Flüssen und Bächen und an Seen mit Nebelbildung rechnen. Mit sehr anhaltendem und dauerhaftem Nebel, der sehr zäh ausfallen kann, bis zum morgigen Mittag hin. Ja, und das bedeutet, die Sichtweiten können doch überregional, landesweit stark beeinträchtigt sein. Also Sichtweiten von unter 150 Meter, absolut im Bereich des Möglichen lokal gesehen. Die Temperaturen zum morgigen Früh, sie sind schon mal recht bemerkenswert. Wir sehen hier nämlich Werte von 10 bis 0 Grad. Also die 0 Grad, das ist hier ein Seltenheitswert, ganz aktuell. Ja, und dann schauen wir uns jetzt die Aussichten für die nächsten Tage an. Am Sonntag, da kommt dann ein bisschen Regen vom Westen zu uns gezogen. Darüber hinaus gibt es eine wechselnde Bewölkung. Da wechseln sich sonnige Abschnitte und ein paar wolkenreichere Abschnitte ab. Das Ganze dann bei Temperaturen, die am Tag zwischen 9 und 14 Grad liegen werden. Ja, und teils sonnig, teils wirklich etwas bewölkter, vor allen Dingen im Norden, geht es dann am Montag weiter. Da sind dann im Norden auch ein paar Schauer mit dabei und die Tageshöchstwerte, sie klettern wieder landesweit in den zweistelligen Bereich. Werte von 10 bis 15 Grad. Und mild mit Föhnunterstützung im Süden am Dienstag werden es dann wieder 20 Grad. Also mild geht es auf jeden Fall dann am Dienstag weiter im November. Und in den anderen Landesteilen erreichen wir auch Temperaturen von bis zu 18 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Ja, und das bedeutet, örtlich können wir doch noch vielleicht die 20 Grad knacken, beziehungsweise müssen wir erwarten. Ja, was sagt die Bewölkung? Ja, da wechseln sich so Sonne und Wolken ab. Ein paar Schauern im Westen im Bereich des Möglichen. Allerdings, heute haben wir es noch mit einer winterlichen Impression oder beziehungsweise mit einem winterlichen Eindruck zu tun. Ist jemand Richtung Alpen unterwegs von unseren lieben Zuschauern, von unserer Community und hat jemand Lust vielleicht, uns ein paar winterliche Impressionen, aktuelle von heute, von den Alpen, uns zukommen zu lassen? Wir würden uns freuen auf eure Schnappschüsse. Das ist die aktuelle Schneedecke. Und dann schauen wir uns im Vergleich dazu vom GFS-Modell die Temperaturen in 1500 Meter vom kommenden Dienstag an. Ja, und da haben wir in 1500 Metern tatsächlich Temperaturen von bis zu 12 Grad. Und das sind ja 2 Meter Temperaturen auf jeden Fall, die 20 Grad absolut im Bereich des Möglichen. Und auch in den anderen Landesteilen sehen wir die warme, milde Luft. Nein, man muss sagen, für November ist es warm. Die wird sich wirklich bei uns breit machen. So, das ist schon wieder das Neueste von eurem Wetternet. Wenn euch das aktuelle Video gefallen hat, dann vergesst doch nicht zu liken und dann sage ich bis hoffentlich ganz, ganz bald.